Wir haben jetzt beim Weitsprung den Tschechoslowaken Čelesný, Jan Čelesný. Speerwurf der Männer, Jan Čelesný, der einzige Konkurrent wohl hier. Da hatte er Probleme, noch vor der Linie zu stoppen. Oh, an der 90-Meter-Marke, die Zeitlupe hat es gezeigt. 88,24 Meter, liebe Zuschauer, damit an Platz 1. Mit dem Kicker Sport Magazin ganz klar gesagt habe, ich will Didi wieder zum Olympiasieger von 1992 formen. Und das wäre natürlich ein ähnlicher Erfolg, eine Parallele zu Ulrike Meifert. Und er will diesen Wettbewerb im Speerwurf gewinnen. Jan Čelesný aus der Tschechoslowakei, der Führende im Gesamtklassement. Und das ist über 90 Meter. Das ist ja unglaublich. Haben Sie diesen Wurf gesehen? Ich bin mir fast sicher. Jawohl, das waren über 90 Meter. Dieser Mann aus der Tschechoslowakei, der hier ja eigentlich nur angereist ist, damit der aktuelle Weltrekordler aus Großbritannien, Steve Bagley, wenigstens einen Konkurrenten hat. Er, 90,66 Meter, müsste es sein. 14. Juli 1990, wir haben wieder einen neuen Weltrekord im Speerwurf der Männer durch Jan Čelesný aus der CSFR und er dreht auch eine Ehrenrunde. Und jetzt bin ich gespannt auf die exakt 89,66 Meter. Da hat uns ein wenig das im Jahr leisten. Das ist natürlich ein Traum für einen Veranstalter. Hier sehen wir noch einmal den neuen Weltrekordwurf. Und seien wir ehrlich, auch I'll be back.